Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 15 Karrieremodus Episode Nummer 52. Wir sind momentan Top-Torjäger in der Barclays Premier League mit Wissam Ben Yedder. Irgendwo dahinter ist auch ein Young auf Platz 6, aber der ist ja momentan verletzt. Danach kommen wir auf Platz 18 mit Cabella. Also wir sind schon relativ torerfolgreich, muss man ganz ehrlich sagen. Geht auf jeden Fall klar. Wie sieht es in den Vorlagen aus, beziehungsweise bei den Vorlagen? Auch Ben Yedder ganz vorne mit 10, der ist wieder Topscorer diese Saison. So wie sich das gehört, Cabella und Morrison dann weiter abgeschlagen auf 18 und 19 mit 4 Vorlagen. Eigentlich auf Platz 12 zusammen mit Lennon und Co. Beziehungsweise, wenn man das so rechnet, dann ist Rooney auf Platz 2, Walcott und Schürrle auf 3, Podolski und bis Eriksen auf 4, Mavo bis Hazard auf 5 und er ist auf Platz 6 der Liga. Also es geht eigentlich einigermaßen klar. Und ja, Spieler des Monats können wir uns nochmal angucken, bevor es dann gleich weitergeht gegen Cardiff City. Spieler des Monats ist Rudnevs. Was? What the fuck? Okay, wahrscheinlich, weil sie den Capital One Cup gewonnen haben. Die Cardiff Cities. Crystal Palaces. Whatever. Auf jeden Fall geht es jetzt gegen Cardiff. Die sind momentan relativ weit oben in der Tabelle immer noch angesiedelt, was mich überrascht. Aber die scheinen eine solide Saison gespielt zu haben, beziehungsweise zu spielen. Das macht mir erstens Angst und zweitens, naja, muss man mal schauen. So Bastos, absolut nicht interessant. Stindl kommt ja sowieso zu uns. Moab de Laue, der Lord, wird beobachtet. Und ansonsten haben wir hier nichts mehr so Interessantes dabei. Gut, Spieler ist auskuriert. Mbaye Niang kann wieder am Training der ersten Mannschaft teilnehmen. Das ist wunderbar. Vielleicht kann er in der Champions League wieder ran. Jetzt erstmal eine andere Aufstellung für die Liga. Ben Arfa geht auf die rechte Seite. Morrison, der muss in der Champions League ran, weil das wichtiger ist. Der geht raus und dafür kommt in die Startelf wer? Das weiß ich noch gar nicht so genau. Doch, De Jong. Linke Seite, Cabella könnte Coman wieder spielen. Das hat letztes Mal ganz gut funktioniert. Sippel auf der 6, da stelle ich lieber Barker für ihn hin. Der müsste das auch hinkriegen. Anita könnte das auch für Geis hinkriegen. Ihr merkt, wir spielen wieder mit B11 in der Liga, beziehungsweise, naja, relativer B11, weil unsere B11 ist immer noch relativ gut. Aber, joa, Young Ambiva für Rüdiger rein ist sogar besser eigentlich. Janmaat, der kann beide Spiele spielen. Santon Haidara müsste wieder in Form kommen, deswegen packen wir den da rein. Nastasic packen wir auch mal auf die Bank. Können wir nur was einwechseln. Trapp im Tor, das passt, Laporte. Gut, dann gehen wir so in die Partie, würde ich sagen. Wenn er dann an der Sturmspitze hat, hat er keine Alternative momentan, die gut genug wäre, ihn zu ersetzen. Aber ich denke mal, auch so passt das. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Es geht wieder aufwärts bei Newcastle United nach den beiden Siegen gegen West Bromwich Albion und die Tottenham Hotspurs heute zu Hause gegen das Überraschungsteam der Saison, gegen den Aufsteiger Cardiff City. Und die wollten heute gegen die Magpies Punkte mitnehmen, aber das St. James' Park bisher eine relative Festung und heute wollte man diese Festung weiter aufbauen. Ja, Cardiff könnte mit einem Sieg wieder an Newcastle heranrutschen, Newcastle mit einem Sieg sich ein bisschen zumindest von Cardiff schon mal abspalten, aber der Kommerzverein, ja, der wollte heute sich ein bisschen besser präsentieren als in den letzten Spielen gegen Newcastle. Und die Stärke, die lag in der Effektivität und das wollten sie in dieser Partie heute zeigen. Bei Newcastle vor der Champions League Partie, die das Achtelfinale rückspielt gegen Zenit St. Petersburg. Nicht die volle Top-Besetzung auf dem Rasen, aber trotzdem Spieler, die gut genug waren. Allerdings auch die Elf von New Cardiff nicht zu unterschätzen. Trabian, Madjan, Gambiva, Laporte, Haidara, Anita, Barker, Ben Arfa, De Jong, Coman und Ben Yedder. Ben Yedder, die größte Überraschung, dass er heute stürmen durfte, lag wohl aber daran, dass Niang nicht ganz fit war, beziehungsweise immer noch unter seiner Verletzung zu leiden hat. Auf der anderen Seite Spieler wie beispielsweise Raphael verpflichtet worden, der Rechtsverteidiger von Manchester United. Und der stand nicht in der Startelf, sondern sein Bruder Fabio. Denn der war auch der Spieler, der da spielte und nicht, ja, Raphael. Marshall, Theophil, Catherine, Connolly, Equele Manga, Fabio Pilkington, Berger, Eikrem, Burgstaller, Maximiliano Morales und vorne in der Spitze Nicky Maynard. Die sollten für Gefahr sorgen und Ben Yedder sollte auf der anderen Seite für Gefahr sorgen. Momentan Torschützenliste, ja, ganz oben. Für den Franzosen mit 16 Treffern bisher in dieser Saison 3 Tore vor Diego Costa und er wollte das heute ausbauen und die erste Szene zeigte schon mal, dass der richtig Bock hatte. Wir gehen da rein und hier sehen wir Ben Yedder aus 40 Metern mit dem Schuss, aber Marshall kann den Ball halten und über die Latte lenken. Das war die erste richtig gute Aktion, der richtig erste gute Akzent von Wissam Ben Yedder in dieser Partie und auch von den Magpies, die jetzt mehr versuchten. Wir lassen das Ganze ungeschnitten und schauen uns direkt die nächste Szene der Magpies an. Der Eckball ausgeführt von Hatem Ben Arfa. Kommt in die Mitte rein, da ist Laporte mit dem Kopfball, aber der geht am Tor vorbei, gibt einen erneuten Eckball und diesmal wieder reingetreten von, ja, Hatem Ben Arfa. Diesmal nicht Laporte in der Mitte, trotzdem wird er noch gefährlich, denn der Ball kommt hier zu Haidara, der legt ab nach außen auf Laporte, der mit dem Schussversuch kommt.
Omar kommt nochmal ran. Der Ball gegen die Latte, der muss eigentlich drin sein. Anita nochmal an den Ball danach. Legt raus auf Barker, der zurück auf Anita. Und der sieht in der Mitte Wissam Ben Yedder erstmal nicht. Aber spielt dann in die Mitte zum Franzosen. Der versucht mit dem Schuss, abgefälscht. Immer noch nicht richtig geklärt. Der Ball zwar rausgeschlagen, aber zu Haidara. Der zurück zu Kumar. Die machten richtig Powerplay in den ersten paar Minuten. Ben Yedder mit der Flanke wird abgewehrt. Nochmal Ben Yedder, diesmal mit dem Pass auf Ben Afa. Der versucht mit dem schwächeren Rechten. Und Marshall kann halten und zur Ecke abwehren. Aber bei Ecken sind sie gefährlich, das haben wir gerade schon gesehen. Ben Afa bringt auch diese wieder in die Mitte, der Franzose. Und wir schauen, was passiert. Sie kommt rein. Laporte und die nächste Chance für den französischen Innenverteidiger. Aber diesmal geht der Ball am Tor vorbei und es bleibt beim 0:0. Glücklich für Cardiff. Das Glück sollte nicht lange halten. Ben Yedder geht in den 16er rein vorbei an Bruno Ekwelemanga und macht das 1:0. 15. Spielminute, die Führung für Newcastle United. Und das war zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient. Denn Newcastle tat nicht nur mehr fürs Spiel. Die spielten auch richtig ansehnlichen und guten Powerfußball. Dementsprechend das 1:0 hier nichts irgendwie überraschend, sondern vollkommen erwartet. Denn sie waren das deutlich bessere Team. Weiter ging's mit Newcastle. Der Ball auf Ben Yedder, der mit dem Chop vorbei an Connolly, wieder frei vorm Tor, 2:0, 45. Spielminute, die 2-Tore-Führung und das war mehr als verdient, denn nur Chancen auf Seiten von Newcastle, keine einzige Offensivaktion von Cardiff, allerdings, naja, wir sprachen von Effektivität und sie versuchten es vor der Halbzeit nach vorne. Wir schauen uns nochmal das Tor von Ben Yedder an, aber direkt im Gegenangriff gibt es dann die Chance für Cardiff City. Und ja, wie erwähnt, sie sind effektiv und was heißt das? Richtig, der Ball auf Morales, der vollkommen frei im 16er, muss erst noch nach außen gehen gegen Haidara, kann aber vollkommen unbeirrt flanken. Berget 1:1! 1:2 aus Sicht von Cardiff City, nicht 1:1, noch nicht der Ausgleich, allerdings der Anschlusstreffer und das zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit. Ein wunderbarer Kopfballtreffer des Norwegers, der da viel zu frei steht. Ja, da kommt Laporte nicht mehr richtig in den Zweikampf. Offensiv mit gutem Kopfballspiel, defensiv hier nicht unbedingt, aber wie Morales flanken lassen gewirrt, das ist absolut nicht erstligatauglich. Der Mann hatte für den Anschlusstreffer gesorgt, damit ging es in die Pause und nach der Pause gab es einen Bruch im Spiel von Newcastle. Plötzlich, ja, war Cardiff da. Mats Möller-Deli, wir sehen es oben gerade eingewechselt. Der Schuss und der Ausgleich. 64. Minute, Cardiff mit dem 2:2. Wie aus dem Nichts in einer Situation, beziehungsweise in einer Phase, wo Newcastle gerade wieder etwas an Stärke gewann, kam dieser Freistoß durch den Franzosen reingebracht. Und im Endeffekt ist es der gerade eingewechselte junge Norweger, der hier das Tor erzielt. Trapp chancenlos, viel zu schlecht verteidigt. Niemand hat den jungen Mats Möller-Deli auf dem Zettel. Und der haut den Ball halt nun mal rein. Und das war bitter. Es ging weiter mit Offensivfußball. Jetzt versuchte Newcastle wieder nach vorne. Oxlade Chamberlain scheitert an Marshall und an der Abseitsfahne dieses Schiedsrichters. Aber es ging weiter wieder über außen mit Ben Arfa, der Ball geht in die Mitte und der Schuss gegen den Pfosten von David Marshalls Tor. Es bleibt beim 2:2 und es kam, wie es kommen musste. Maximiliano Morales kam vom schwachen Younger, wie wir nicht aufgehalten werden. Zu schnell für Laporte, der Argentinier vorbei, auf dem Weg zum 3:2. Der Führungstreffer für Cardiff und das vollkommen unverdient. Nichts gezeigt, die ganze Partie. Drei Chancen gehabt, drei Chancen genutzt, drei Tore erzielt und die Führung gegen ein defensiv absolut nicht erstligataugliches Newcastle. Das war der größte Fehler von Younger Mbiwa. Laporte muss es ausbaden, ist jetzt beim dritten Tor wieder, sieht wieder nicht gut aus, aber Newcastle versucht es nochmal nach vorne. Ben Yedder in der Nachspielzeit fast schon 86. Minute, aber da wirft sich jemand dazwischen, aber es ist noch nicht vorbei. Der Ball nochmal auf De Jong, nochmal auf Ben Yedder, der versucht es nochmal, wird abgewehrt, da ist Barker, der nimmt nicht den Freistoß, der will schießen, der will sein Tor machen und das war die dumme Entscheidung, denn er schießt den Ball am Tor vorbei und das war die letzte Aktion der Partie. Cardiff gewinnt vollkommen überraschend und nicht wirklich verdient bei Newcastle United im St. James' Park. Die Magpies über die gesamte Spieldauer einfach nicht effektiv genug und Cardiff mit der berühmten Effektivität erfolgreich. Bitter für die Toons, bitter für MGT, gut für Cardiff. Jetzt muss man in der Champions League sich steigern, um da weiterzukommen gegen Zenit St. Petersburg. Drei Schüsse aufs Tor. Ich bin gerade so unfassbar angepisst. Ich bin so unfassbar angepisst. Wie kann sowas sein? Drei Schüsse aufs Tor. Trapp hat nicht die Fähigkeit, einen einzigen davon zu halten. Ey, das ist unfassbar. Das kann nicht sein. Das gibt es gar nicht. Und jetzt müssen wir auch noch gegen... Gegen die müssen wir gewinnen. Gewinnen! Kein Gegentor kassieren. Das ist so behindert einfach. Wie geht sowas? Meine Güte. Jetzt bin ich schon im Karrieremodus sauer. Aber auch einfach nur, weil diese Spieler so unfassbar behindert und inkompetent sind. Du kannst machen, was du willst. Sie machen sowieso nicht das, was du ihnen sagst. Sagst ihnen, schieß mit rechts. Nein, ich schieße mit links. Nein, du schießt mit rechts. Nein, ich schieße mit links. Du bist aber Rechtsfuß. Interessiert mich nicht. Zum Kotzen.
Keine Ahnung, wie ich das im Ansatz auch nur gewinnen soll jetzt. Versucht wird's natürlich trotzdem. Wo ist Kabelia? Da ist Kabelia. Haidara ist so eine Pfeife, der ist so schlecht. Erstmal auf der Bank und zwar bis zum St. Nimmerleins-Tag, ganz ehrlich. Jan Gambier hat auch so scheiße gespielt, ne? Ich bin gerade so angekotzt. Ihr merkt es wahrscheinlich. Ist auch vollkommen zu Recht, so. Denn das Spiel hat einfach nur abgefuckt. Ben Yedda ist nicht mal fit. Ach, ist mir scheißegal. Wir müssen jetzt gegen Zenit gewinnen. Da brauchen wir unsere beste Hilfe. Da brauchen wir die Unterstützung für. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Ja, bis gleich dann. Champions League Achtelfinal Rückspiel zwischen Zenit St. Petersburg und Newcastle United im ausverkauften St. James's Park. Eins der eventuell wichtigsten Spiele in der bisherigen Trainerkarriere von MGT und natürlich auch für die Mannschaft, die heute auf dem Rasen stand. Man hatte sich mit dem 1:2 im Hinspiel eine nicht schlechte Ausgangsposition geschaffen, jedoch hätte diese Vorlage deutlich besser sein können. Das wussten die Spieler selber und die Fans wussten es auch, die aber trotzdem euphorisch, dass man hier in die nächste Runde einziehen konnte und die Mannschaft, die heute auf dem Rasen war, die war genauso wie die Choreografie, die wir uns gleich nochmal angucken. Wirklich Weltklasse mit Supernamen gespickt und wir wollen uns natürlich diese Elf angucken, aber auch die Elf von Zenit St. Petersburg, die reißen hier beispielsweise mit Cardosa wieder an, auch diese Elf natürlich nicht unbedingt, ja, einfach zu besiegen, deswegen gucken wir uns beide natürlich nochmal im Detail an und starten mit der Aufstellung von Newcastle United vor diesem wichtigen Spiel. Trabian, Madrüdiger, Laporte, Santon in der Verteidigung, Geis und Sippel auf der Doppel-6, vorne Morrison, Cabella, Oxlade-Chamberlain und Ben Yedda in der Sturmspitze, man erhoffte sich von Cabella im Zentrum anstelle von dem Franzosen auf der linken Seite ein bisschen mehr Agilität im Zentrum, was die Innenverteidiger von Zenit durcheinander bringen sollte. Bei Zenit die Aufstellung ähnlich wie im Hinspiel. Im Tor natürlich der starke Logigin, der stark gehalten hat im Hinspiel. Smolnikov, Neto zusammen mit Garay und Ansaldi in der Verteidigung. Witze, Garcia, Hulk, Shatov und Arshavin zusammen mit Cardosa bildeten die Offensivabteilung bei Zenit. Und die wollten hier natürlich einiges reißen. Sieben de Jong überraschenderweise auf der Bank. Der hatte gefordert, in der Startelf zu stehen. Tat das nicht, wurde später noch wichtig. Und einer, der in der Startelf stand, was weniger erwartet hatten, war ein Aymeric Laporte nach seiner schwachen Vorstellung gegen Cardiff heute mit von der Partie und ja, wurde erstmal nicht gebraucht, denn wir gehen in die Offensivaktion von Newcastle United und die startete mit Rémi Cabella. Geht über den Flügel, macht das da gut, kann in die Mitte ziehen, wird nicht richtig angegriffen, keiner geht wirklich drauf, der Schuss abgewehrt, da ist Morrison und die erste Riesenparade von Lodzigin hält hier seine Mannschaft im Spiel. Danach verletzte sich Luis Neto, der Portugiese, im Zweikampf mit Rémi Cabella im 16er, unglücklich gestürzt, musste ausgewechselt werden und dann kam es zur ersten Offensivaktion von Zenit nach 35 Minuten. Es passierte nichts. Chancen plus Überlegenheit bei Newcastle und dann der Ball auf Cardosa, der liegt nochmal quer und da ist Javi Garcia 1:0, genau wie im Hinspiel der Spanier mit der frühen beziehungsweise mit der Führung allgemein erstmal für Zenit St. Petersburg, das 1:0, das 3:1 insgesamt und natürlich bitter für Newcastle, denn jetzt reichte nicht ein Tor, jetzt musste man mindestens zwei schießen, um in die Verlängerung zu kommen, man versuchte es aber in der ersten Halbzeit immer weiter, Janmaat mit der Chance nach der Ecke, der Ball rauscht am Tor vorbei, aber man war nicht zufrieden mit diesem Ergebnis, das merkte man, die wollten hier mehr. Geis geht in den 16er, versucht es mit einem Schuss aufs kurze Eck abgewehrt. Da ist nochmal Ben Yedda, der versucht es auch. Und wieder ist es Lodzigin, der den Ball klasse hält. Die anschließende Ecke wird aber auch noch präsentiert. Und die wurde wieder in die Mitte getreten von Oxlade-Chamberlain. Wird erstmal abgewehrt. Rüdiger kommt nicht zum Kopfball. Aber da ist Janmaat, der legt quer auf Davide Santon. Santon im 16er. Santon mit dem Schuss gegen den Pfosten. Was für ein Pech für Newcastle United und die Zenit-Fans. Denen war das egal. Denn es ging mit diesem 1:0 in die Halbzeit natürlich die bessere Ausgangsposition für Zenit. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, naja, viele Fans von Newcastle, wenig Fans von Zenit und wenige, die feiern durften. Zweite Halbzeit wurde es besser, Oxlade-Chamberlain versucht es, scheitert, es war ein Graus für die Fans von Newcastle, Sippel geht ebenfalls in den 16er, aber auch er scheitert wieder an sich selber, schießt den Ball am Tor vorbei, sie versuchten nach vorne zu spielen, Cabella über außen geht in die Mitte, sie versuchten alles, konterten teilweise sogar die stark spielenden Jungs aus Zenit St. Petersburg aus, die wollten jetzt die Entscheidung herbeiführen, das 2:0, das schafften sie nicht, im Gegenteil, der Ball zu Morrison, der erobert sich den Ball gegen Ansaldi, die macht das da gut, spielt den Ball auf Oxlade-Chamberlain und der hat genug Tempo mit dem Doppelpass, mit Ben Yedda, Ben Yedda versucht es dann doch,
auch alleine. Der Pass in die Mitte, da ist Sippel, wird nicht angegriffen. Sippel, das 1:1, 67. Minute. Der deutsche Sechser, der 18-Jährige mittlerweile mit dem wichtigen Ausgleichstor. Und jetzt war nochmal Hoffnung da bei den Toons. Die Hoffnung bei den Magpies, die wollten hier den Ausgleich und die drängten drauf. 71. Minute, die Ecke reingebracht. Nicht gefährlich, da ist Santon mit dem Abpraller. Nochmal Santon mit der Chance und wieder Logigin, der den Ball festhalten kann. Was war das für ein Spiel? Newcastle drückte, Newcastle versuchte alles und das ist Oxlade-Chamberlain. Der geht in den 16er hinein. Was versucht er? Er versucht den Schuss. Ball abgewehrt. Da ist Ben Yedder. 1:2 aus Sicht von Zenit. Der Führungstreffer von Newcastle und die Entscheidung nicht für Zenit, denn es sollte bei diesem Spielstand in die Verlängerung gehen. Die Männer aus St. Petersburg am Boden zerstört. Das hatte man so nicht geplant. Wunderbar, wie sich Oxlade-Chamberlain gegen Garay durchsetzen kann und Ben Yedder steht da, wo er stehen muss. Logigin im zweiten Versuch chancenlos und der Franzose mit seinem 6. Tor in dieser Champions League-Saison und weiter ging es bei Newcastle. Die wollten den Siegtreffer, die wollten die Entscheidung. Young und Ben Arfa eingewechselt für Cabella und auch Ravel Morrison und es ging weiter mit Action vorne drin bei Newcastle. 90. Minute, aber Cabella ausgewechselt, ist Rechtsfuß, Ben Arfa ist es nicht, deswegen die Hereingabe schwach und es ging in die Verlängerung. Eines der verrücktesten Spiele in dieser Champions League-Saison, musste also nochmal eine halbe Stunde länger dauern und ganz ehrlich, Zenit, die versuchten jetzt natürlich hier auch den Siegtreffer herbeizuführen, die brauchten ein Tor und man wäre aufgrund der Auswärtstorregel weiter. Kerschakow, 94. Minute, Rüdiger mit dem Foul im 16er, das gibt den Elfmeter und das ist vollkommen gerechtfertigt. Der junge Deutsche im Zweikampf viel zu ungestüm, versucht natürlich den Ball zu spielen, trifft nur den Russen Kerschakow und dementsprechend die richtige Entscheidung, gelbe Karte und der Elfmeter und die Chance für Zenit, hier die Führung bzw. den Ausgleich zu erzielen und die Führung nach Auswärtstoren. Hulk, der Brasilianer im Hinspiel, hatte er getroffen, trifft er auch jetzt wieder gegen Kevin Trapp, der will diesen Elfmeter natürlich halten. Hulk in die Mitte geschossen, Trapp nach rechts verladen, 2:2, Zenit im Moment im Viertelfinale der Champions League durch den Treffer des Brasilianers, eiskalt verwandelt, keine Chance für Trapp, diesen Ball zu halten und jetzt brauchte Newcastle 2 Tore und die Fans pushten sie nach vorne. Die vielen Fans hatten schon aufgegeben, aber einige waren immer noch dabei und die Mannschaft, die hatte sich natürlich jetzt nicht hängen lassen, die wollte weiterkämpfen, die versuchte es weiter mit De Jong, mittlerweile eingewechselt, durfte nicht von Anfang an ran, war wütend, das merkte man ihm an, der wollte hier die Entscheidung herbeiführen, der wollte hier nochmal rankommen, Garay wird einfach stehen gelassen, er geht in den 16er rein, 7, De Jong, das ist das 3:3, 101. Minute noch vor der Halbzeit der Verlängerung, der erneute Führungstreffer für Newcastle, aber es reichte nicht, man brauchte noch einen weiteren 20 Minuten verbleibend für Newcastle United hier irgendwie die Entscheidung bzw. das 4:2 und somit den Siegtreffer herbeizuführen. Wunderbar gemacht von De Jong und sie versuchten weiter alles nach vorne. Logigin sieht hier nicht gut aus, hatte das ganze Spiel wieder gut gehalten, in der Situation nicht, aber es ging weiter mit Hartem Ben Arfa über außen. Der versucht es mit dem Ball auf wieder 7 De Jong. Der spielt den Ball in die Mitte, nimmt ihn alleine, nimmt die Verteidigung hoch. Der Pfosten rettet Logigin mit dem Reflex und das Ganze ist wieder geklärt. Es blieb beim 3:2 die 120. Minute. Niang, der kämpft sich im 16er durch. Der Schuss gegen den Pfosten, da ist 7 De Jong, das ist das 4:2. Newcastle zieht ein ins Viertelfinale der Champions League. Niang mit all dem Willen und am zweiten Pfosten steht De Jong, der hat das Glück, der spitzelt den Ball rein, der macht seinen Doppelpack und der bringt die Entscheidung in diesem Spiel und den Siegtreffer für Newcastle. Die tun es aus dem Häuschen, De Jong aus dem Häuschen, alle aus dem Häuschen im Nordosten Londons. Was für ein verrücktes Spiel, eines der verrücktesten Spiele der gesamten Champions League-Historie und es war vorbei. Zenit scheidet nach Klassekampf aus und Newcastle zieht verdient ein ins Viertelfinale der Champions League. Die Magpies, viel zu lange hatten sie gekämpft, viel zu lange hatten sie die Chancen liegen lassen und im Endeffekt trotzdem gewonnen. Was für ein Tag für MGT, was für ein Tag für die Magpies, was für ein Tag für den ganzen englischen Fußball und Newcastle United. Das war wohl eins der verrücktesten Spiele, die ich jemals in FIFA gespielt habe. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ich bin zu alt für diesen Scheiß, ganz ehrlich. Das kannst du keinem erzählen. Wie? Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, der Ball war so oft am Pfosten, die hatten so ein Glück, Logigin hat so gut gehalten und dann 2 Tore von 7 De Jong da eingewechselt wurde. Alter Schwede, ich habe noch nie so geschwitzt im Karrieremodus, ganz ehrlich. Aber egal, wir sind weiter, wir dürfen gegen Sevilla im Viertelfinale ran. Boah, war das eine Partie und das war nötig, dass man das Spiel gewinnt nach dem Spiel gegen Cardiff. Und jetzt geht's 4 Tage später weiter gegen Tottenham im Pokal. Das sehen wir in der nächsten Episode und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Haut rein und ciao.